Ja, hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Arceus Edition. Wir sind ja hier jetzt auf der Kannibaleninsel. Letzten im Let's Part angekommen und wir machen jetzt hier weiter. Ich liebe Fischen, ich habe eine an der Angel. Warte, ich ziehe ihn heraus. Alter, du Fehlgestellter, hast mich abgelenkt. Ich fress dich auf, Alter. So, nun weiter fischen. Oh Gott, die essen sich hier schon auf. Fischi, Fisch, Fischi. Ja, gut, ich gehe mal hier ins Pokémon. Oh, dort hängt ein Schild. Ja, sie juckt. Das Pokémon Center wurde wegen mangelnden Arbeitskräften im Jahre 1897 geschlossen. Wo gibt's hier denn kein Pokémon Center? Dann gibt's hier bestimmt auch keinen Markt. 1904, okay. Alles klärchen. Oh, hallo. Wie du vielleicht weißt, ist das die Kannibaleninsel. Wir respektieren jeden Menschen in seiner Lebensart und Weise. Es gibt kein Gut und kein Böse. Es gibt nur richtig. Wilde Frau. Oh, Kannibalen sind voll scheiße. Alter, lass mich mal durch. Du verfickte Fehlgestalt, deine Nachgeburt soll verrecken an Kacke, du oberverpisste Fettflaume mit Nubigkeitsfaktor. Männer sperrt das Gestrüpp in den Käfig, ich will sie nicht mehr sehen. Du wirst richtig geknorkelt. So, wie gesagt, wir respektieren jedes einzelne Lebewesen, so wie es ist. Man muss schließlich mit Kritik leben können, ansonsten wäre die Welt eine gigantische Kugel voller Hass und Krieg. Ja, läuft bei dir. Oh, ein Pokéball. Eine Kraft 3. So, hier ist der Meister. Willkommen bei den 75. Hungerspielen. Hier geht es ums Überleben, indem du deine Konkurrenten aufisst. Leider musst du nur gegen einen Gegner antreten, der aber zugleich frisch gefangen wurde. Du musst wissen, früher waren wir um die 50 Stück, die diese Spiele konnten. Aber wir kommen mit dem Nachwuchs nicht hinterher. Haha. Nun denn, dein Gegner ist schon unterwegs. Ah, da ist sie ja. Nun denn, der Preis für den Gewinner ist ein dicker, fetter Dildo. Ich wünsche euch viel Glück, dass das Spiel wieder aufgebaut wird. Ja! Zitter. Publikum. Ja, und auf einmal sind so viele da. Fröhliche Hungerspiele. Ach, verdammt, ich bin extrem... Warte, ich bin extra auf dich zugegangen, um dir Angst einzujagen. Bitte friss mich nicht. Nun, ich sehe es dir doch an, du bist ein Kannibale. Ich nun. Was hast du denn davon? Weißt du, ich... Ich brauche diesen Dildo. Okay, kann ich verstehen. Möchtest du es gesalzen oder gepfeffert? Gesalzen bitte. Okay, guten Hunger. Danke. Das war ja eine sensationelle Show. Meine Fresse, Wahnsinns-Action. Los, haut alle ab, ich übernehme jetzt wieder. Und das Spielfeld, Supi, komm bitte hierher. Muss ich jetzt nicht noch gegen den kämpfen? Ein uraltes Ritual, die selber beinhaltet, dass der Sieger den vorherigen Sieger in einem Pokémon-Kampf besiegen muss. Nun, der Feuergieser wurde leider von meiner Tochter schon aufgegessen. Aber durch ein paar Regeländerungen habe ich mich hochgeschlafen. Dadurch wurde ich der Sieger der 74. Hungerspiele und es ist meine Aufgabe, gegen dich zu kämpfen. Okay, gegen Kevin. Oh, Kevin, so ein Name. Naja. Affenmarsch wird eingesetzt. Oh, Level 105. Auf so einem hohen Level sind wir noch gar nicht. Boden 6. Krack. Das war's, ne, würde ich mal so sagen. Aber wir battlen den noch weg. Ich sollte eigentlich Fehlgeburt mal den Dings-EP-Teiler wegnehmen oder WP-Teiler. Drache 7. Und nochmal. Yeah. Boah, guck mal, wie viel EP der kriegt. Heftig. 93, 94. Zeichnung. Hey, das sind doch wir. Oh Gott. Aber wir gewinnen dieses. Nicht! Nein! Orgien Bob, was soll denn dies? Okay, dann kann nur noch einer. Boah, wie lange brauchen der, ey? Heftig. Dann kann es nur noch einer schaffen, nämlich unsere Fehlgeburt. Fehlgeburt, Sprudler. Fuck. Boah, wie schlecht ist eine Fehlgeburt, ey? Okay, Kopf voll. Los, Kopf voll. Ich hoffe, der kann was Gutes. Oh, das sieht doch gut aus. Drache 7.
Und Kopfball hat ihn besiegt. Boah, 668. Krasser Shit. Level 105 gekommen. Oh nein, du hast mich besiegt. Nun, es ist deine Aufgabe, mich zu fressen. Bitte mach es kurz und schmerzlos. Ihr spinnt doch alle. Siehst du diese drei Frauen? Sie wurden die letzten Jahre dort eingesperrt, weil sie sich geweigert haben, die vorherigen Sieger zu fressen. Nun, du hast eben dein Schicksal besiegelt. Du wirst nun für die Ewigkeit in den Zwinger gesteckt. Huhaha, Männer. Sperrt sie in den Zwinger. Nun, jetzt bin ich hier. Ein Stein. Vielleicht kann ich mich nachher dort zum Schlafen drauflegen. Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Angenommen, wir addieren Pi mit der Quadratwurzel eines Schiffes. Da müsste doch die Zahnwurzel rauskommen, ihr Schwanzlutscher. Habt alle keine Ahnung. Okay. Hey du, komm mal her. Hallo. Ein Stein, ja. Ich habe Fußpilz. Felix untersucht den Zaun ein wenig und findet ein Notizbuch. Tag 7. Die Eingeborenen haben mich nun 4 Tage lang nicht gefüttert. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalten soll. Felix sieht das Notizbuch wieder weg. Wir werden langsam müde. Ich gehe erstmal schlafen. Heute soll ich mich erstmal an dem Hügel umschauen. Beim genauen Betrachten des Loches beobachtet Felix, dass etwas Unverzwicktes dort hinten versteckt wurde. Felix kommt aber leider nicht ganz ran. Sie braucht etwas Langes, zum Beispiel einen Stock. Okay. Schon wieder eine Pause. Vielleicht finde ich irgendwo einen Hinweis. Ich glaube, am unteren Zaun habe ich etwas gesehen. Ein Stein? Wusstest du eigentlich, dass ich blöd bin? Geil. Aber findet nichts. Felix findet noch ein Notizbuch. Tag 32. Die Eingeborenen haben mein Geheimversteck gefunden. Sie haben mir alles weggenommen, was ich die Tage gesammelt habe. Fast alles. Einen Stock konnte ich noch retten. Ich habe ihn unter einem Stein versteckt. Okay, hier. Dieser Stein sieht aus, als ob etwas drunter versteckt sein könnte. Ich kann mich schwach daran erinnern, dass der kleine Nerd damals so einen Stein mit seinem Schwanz zerstört hat. Mal gucken, ob eins dieser Mädchen den Schwanz hat. Aber erstmal gehe ich pennen, bin zu müde. Erstmal knacken. So geil, ne? Oh, ein Traum. Du musst mir einen Dildo besorgen. Du hast es mir versprochen. Ohne kann ich nichts machen. Wo bin ich hier überhaupt? In einem Traum. In einem Albtraum. Oh mein Gott. Ich muss wirklich unbedingt diesen Dildo finden. Aber vorher muss ich aus dieser Hölle hier raus. Ich habe das Gefühl, dass ich kurz davor bin. Befrage ich erstmal die Mädels. Hallo. Hey. Ach, komm doch her. Nee, sorry. Mein Mann hat einen, aber der ist mir davongelaufen, als ich hierher gekommen bin. Ob du einen Schwanz hast? Woher weißt du das? Wie bist du drauf gekommen? Damals in der Schule war ich immer die Hübscheste. Alle wollten mich als ihre Freundin. Aber ich hatte 20 cm Fleisch zu viel als Frau. Interessiert mich doch nicht. Kannst du was für mich tun? Kommt drauf an. Nichts Schlimmes. Okay, was soll ich tun? Press ihn gegen den Stein. Mach schon. Du hast echt einen an der Klatsche. Total krass. Das ist ja der Megahammer. Wahnsinn. Danke dir. Jetzt weiß ich, wozu mein Schwanz gut ist. Felix erhält Stock. Nun müsste ich... Doch mit dem Stock dort hinten am Loch. Na, lass mich mal da durch. Felix aktiviert mit dem Stock einen versteckten Schalter. Wir sind frei. Alarm, die Gefangenen sind ausgebrochen. Alter. Achtung, sie wird gewalttätig. Ich fress dich auf. Yeah. Du hast die Tür geöffnet. Unglaublich, ich komme nachher nach. Die Tür ist offen, wir können raus. Umgehen, aber irgendwie wollen meine Füße gerade nicht so. Geil, ey. Ich glaube, ich habe den härtesten Schwanz der Welt, Alter. Lol. So. Hier ist niemand mehr. Sind wir hier fertig? Scheint so, ne? Alles. Auf dem Boden liegt etwas. Ein weiteres Stück von dem Notizbuch. Tag 385. Die Gefangenen machen seit Tagen komische Bewegungen. Eine Gefangene hat den Stein zerstört. Sie werden bald den Schalter finden. Ich muss von hier weg. Sie sind ausgebrochen, die Insel ist verloren, der Sheriff ließ die Stadt evakuieren. Der einzig zurückgebliebene war der Motorradfahrer, der den Zwinger beschützen sollte. Meine Aufgabe ist somit getan. Ich habe erfolgreich die Insel vor einem sich weigernden Biest befreit und sie in den Zwinger gesteckt. Ich, der Gewinner der 74 Hungerspiele, werde nun in Exil gehen. Dieses Notizbuch soll in Gedanken an die Insel in die richtigen Hände geraten. Ich habe noch nie so einen Quatsch gelesen. Das Notizbuch gehört verbrannt.
Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal auf die Schwanzlutscherinsel. Vielleicht kriege ich dort endlich ein Dildo. Juhu, fertig hier. Ah, hier ist auch noch einer. Wir Menschen und andere Menschen fressen, ja. Dein Schnürsenkel ist offen. Jetzt ernsthaft. Wow. Du wolltest gerade gucken, gibst du. Wohin des Weges? Zur Schwanzlutscherinsel. Nee, wir hätten vorher heilen sollen. Hallo. Naja, erstmal packe ich den jetzt weg. Nehmen. Und geben. Nehmen und geben. Den WP-Verteiler. Skizze bekam WP-Verteiler. Nee, weg. So, diese Insel wurde zwar mit einem anderen Teilset gemacht, aber die Trainer sind trotzdem selbst gezeichnet. Wieso müssen wir immer Pech haben? Hey, du bist doch Felix. Ich kenne dich, du bist doch das Mädchen, das auf den endlosen Suchen nach einem Dildo ist. Ich folge deinen Werdegang schon seit Stunden. Woho. Da lag ein riesiger Haufe Scheiße im Weg. Ich hab dich... Was? Na, grüß dir. Das ist ja mal der Hammer. Du bist so süß. Boah, ey, wie kommt man auf sowas, ey? Ich schätze mir mal, dass ich aufgefallen... Was? Hier im Pokémon Max Edition 1 wird viel Wert auf das Trainieren in freier Wildbahn gelegt. Außerdem wäre es klug, nicht nur ein Pokémon zu trainieren, weil das Pokémon jeweils nur Attacken von dem Typ erlernt, welches es auch ist. Natürlich gibt es auch ein paar kleine Ausnahmen. Ich war der Erste hier. Gezeichnet, Erklärer Mark. Ja, das warst du wirklich. Ach ja, Mittagspause ist die schönste Zeit des Tages. Ah, jetzt sieht man mal die Routen hier richtig. Ich hasse das Pokémon zu heilen. Ich wollte mein ganzes Leben lang eine Prinzessin werden. Alles für'n Arsch. Geile. Hammer. Willkommen. Nee, ich will nichts kaufen. Speichern aber. Dann kann ich ja den Orgien Bob wieder trainieren, weil die Skizze hat jetzt eh... Die hat jetzt eh was. Also ich habe 4 Pokémon jetzt insgesamt. Hier geht's weiter. Lass mich durch. Oh, ein Mädchen. Nun, da ich dich noch nie in der Gegend gesehen habe, gehe ich davon aus, dass du nicht weißt, worum es sich auf dieser Insel dreht. Sie trägt nicht umsonst ihren stolzen Namen. Im Endeffekt ist die S-Insel nur eine Route auf einer Insel. Diese Route verbindet zum einen Route Z mit Johto und dem Island, Insel der Vorfahren 1. Allerdings sind alle Trainer, die du auf dieser Insel findest, männlich und wollen eine kleine Belohnung nach dem Kampf. Hihihi. Aber heute verheilen sie sich auch nach jedem Kampf deine Pokémon. Eine Hand für Sternere. Nun gehe ich dann mal kämpfen. Also ich habe jetzt 2 Wege oder was? Kapitel 8. Schnittlauch. Route S. Besonderheiten. Häfen. Viel Wiese. Nur männliche Trainer. Seltene Pokémon. Muskelmorph. War das jetzt ein Pokémon? Ja. Gorkzilla. Ein Gorkzilla-Kopfhörer. Schützt sich selbst. Er schützt sich selbst. Aber das ist doch ein One-Hit, oder? Natürlich, das ist ein Gorkzilla. 15 Punkte. Jetzt haben wir gefunden. Rülpseffekt, ja, das ist, glaube ich, ein Schutz. Es ist mal wieder Tippzeit. Tipp Nummer 6 bezieht sich allerdings nur auf diese Insel. Tipp Nummer 6. Die S-Insel ist ziemlich lang und sehr mit Gras bewachsen. Es lohnt sich, irgendwelche Schütze mitzunehmen. Du findest zwar viel auf dieser Insel, aber ob er für dich reicht, das ist die Frage. Schließlich gibt es 3 kleine Rätsel hier. Eins ist ein Pflichträtsel, wobei die anderen beiden Kleinigkeiten, die einen Spielspaß erhöhen könnten, in Form von 2 Items. Mehr verrate ich nicht. Ja, okay, dann werde ich mir mal Schutz kaufen gehen. Einmal Schutz kaufen gehen, einmal Schutz kaufen gehen. Antischlaf, Stoff, Torpedo. Gibt's hier keinen Schutz? Burger. Gibt's hier keinen Rübseffekt? Für Giftattacken, ne. Was gibt's hier? Willkommen, man gibt es Gasat, ne. Kein Rübseffekt oder so? Online-Shopping? Nee, wie doof. Wo kann ich mir denn hier welche kaufen? Ach man, nochmal. Nein, keine Pizza. Doch, kaufen, so. Hähnchen, Burger, Anti-Schlaf, Anti-Gift, Anti-Feuer, Anti-Alkohol.
Keine Ahnung, naja. Wir werden dann einfach im nächsten Part weitermachen und wir sehen uns dann. Tschüss. Yeah.